Hallo und herzlich willkommen im Car Range Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 1996er VW Polo 1.4 Harlequin und wir zeigen ja, wie bunt es doch in der grauen Welt von Volkswagen so sein kann. Bei Volkswagen sagt man immer, das ist so ein großer, grauer Konzern, bei dem es eigentlich nichts zu lachen gibt. Und auch der Polo 6N, den es von 94 bis 2001 gab, da denken die meisten, also ein lustiger Kleinwagen ist das nicht. 95, 96 und 97 gab es allerdings das hier, den Polo Harlequin. Und sowas schauen wir uns heute mal an. Was kann das denn beim Design? Ja, vor allem da. Dann auch beim Innenraum der Technik fahren eine Runde und gucken, was er so in unserem Score bekommt. Denn viele von euch kennen den 6N als so richtig gutes Anfängerauto. Da gab es auch 97 mal eine Verbesserung, 99 gab es auch nochmal eine große Verbesserung. Da haben wir die 6N2 genannt. Also da hat sich einiges getan. Ja, und hier haben wir gleich zwei Harlequins. Und normalerweise sagt man bei vielen auch so, ja, Tuning, das geht doch nicht, das kannst du nicht machen, das wirkt doch komisch. Und das ist so ein Auto, wo man sagen kann, doch, wenn du so mutig bist, ein Auto zu fahren, bei dem die Karosserieteile aus verschiedenen Farben im Endeffekt bestehen, dann kann man auch ruhig noch ein bisschen mehr machen. Was man auch sieht, die sind gar nicht identisch, weil hätten wir jetzt normalerweise zwei bunte Autos, würden sie ja gleich aussehen. Dann denken wir hier, Moment, grün, rot, irgendwas passt da nicht. Das heißt, es gibt vier Farben, aus denen jeder Harlequin besteht. Das heißt, wir haben Flashrot, wir haben das Ginstergelb, dieses Seagullblau und man hat auch noch Pistaziengrün. Und das Interessante ist, diese vier Farben gibt es auch in verschiedenen Grundfarbtönen. Das schauen wir uns dann besser mal von der Seite an. Und je nachdem, was für eine Grundfarbe ich habe, sind auch meine Karosserieteile unterschiedlich zusammengesetzt. Das heißt, man kann auch mal vier verschiedene Harlequins nebeneinander haben. Und dann sehen sie doch alle unterschiedlich aus und es wird einfach nur schrecklich, schrecklich bunt. Ja, im Gegensatz zu einem anderen 6N haben wir auch hier diesen einteiligen Stoßfänger. Das lässt ihn schon so ein bisschen moderner, frischer wirken. Man sieht aber auch auf den Blick mal den Unterschied, was für einen Riesenunterschied das macht, ob ich gelbe oder transparente Blinkergläser habe. Und diese Klarglas-Optik lässt das Auto ja locker mal 2, 3, 4 Jahre moderner erscheinen. Ja, obwohl diese Jahre gar nicht dazwischen liegen müssen. Das sind so diese kleinen Verbesserungen. An sich, klar, man merkt auch solche Farben, das blasst im Laufe der Zeit so ein kleines bisschen aus. Aber ja, wenn man dann so ein bisschen Mühe reinstreckt, dann kriegt man das ganz gut wieder hin. Und mit der Zeit wird das halt wieder. Das heißt, solche Lacke lassen sich gut retten. Und was auch ganz spannend ist, dieses Gelb mit Rot, das ist doch fast so eine McDonald's-Farbkombination. McDonald's und dieses Auto, ja, wie ist eigentlich die Entstehungsgeschichte davon? Und das sieht doch nach so einer Schnapsidee von irgendwelchen Azubis aus. Und es war auch eine Azubi-Idee. Das heißt, die Azubis haben gesagt, hey, das wäre doch mal richtig cool, wenn wir Autos bauen, die so bunt zusammengewürfelt sind. Dann hat man 20 Autos gebaut, ja, und auf die VW-Autohäuser verteilt, um ein bisschen Werbung zu machen. Und dann gibt es tatsächlich Kunden, die in ein VW-Autohaus gegangen sind und trotzdem Humor verstehen und gesagt haben, das sieht ja lustig aus, sowas möchte ich haben. Da dachte man sich bei VW, okay, 1000 bauen wir. Und ganz am Ende, ja, 3806 Stück haben das Werk in Wolfsburg verlassen. Praktischerweise erinnert uns ja das Kennzeichen auch daran, dass die Autos aus Wolfsburg kommen. Ja, aber 500 von diesen Autos wurden über McDonald's verlost. Und da muss man dann bedenken, also mehr als 10% aller Harlequins, die gebaut wurden, wurden gar nicht verkauft, sondern verschenkt bzw. verlost durch das Gewinnspiel. Und das ist so eine McDonald's-Farbkombination durchaus angemessen. Ja, was ich für einen Kleinwagen immer für angemessen halte, ist, wenn er so klein und schmal ist, dass ich hier quasi ja, bis zur Fahrerposition rüberkomme. Er ist nämlich nur 1,63 breit bei 3,74 Meter Länge. Man ist also noch deutlich unter diesen 4 Metern. Und was deshalb ganz spannend ist, wenn ich diese blaue Tür öffne, sehe ich, ja Moment, hier innen ist jetzt alles grün. Das heißt, wenn der Schweller oder auch hier hinten mein Seitenteil grün ist und mein Dach, dann sehen wir also in dem Fall Basisfarbe grün. Wenn man einmal nach drüben schaut, sieht man, ah, da ist die Basisfarbe rot. Das ist das also mit den verschiedenen Designs. So, und Tim, du musst jetzt diesen kleinen Sprung wagen. Währenddessen bringe ich meinen Finger schon mal in Position hier für den ganz wichtigen Aufkleber. Das heißt, Polo, klar, das sollten dann alle stehen. Und Harlequin, das ist der Aufkleber, den man haben möchte, um zu zeigen, ich habe einen Original mit dabei. Denn so einen Aufkleber heutzutage zu kriegen, auch das ist schwierig. Hier hinten beim Heck ist man wieder beim Thema Tuning.
Normalerweise würde ich sagen, Rückleuchten, okay, Jack's N kennen wir und ich hasse bunte Rückleuchten. Das ist eine von diesen wenigen Ausnahmen, wo ich sagen muss, naja, eine blaue Rückleuchte ist doch an sich ganz neckisch, wenn ich auch eine blaue, ach, eine Tür habe ich gar nicht, aber einen blauen Kohlflügel habe. Das heißt immer das Ganze irgendwo bunt zusammengestellt und bei dem Auto finde ich es auch schön, dass die Nabenabdeckung in diesen vier unterschiedlichen Farben lackiert sind. Das heißt, da kann man sich so ein kleines bisschen ausleben und Rallye-Streifen bringen immer 10 PS und bei einem Harlequin macht das durchaus Sinn. Ja, nichtsdestotrotz hat man natürlich die normalen Werte vom 6N. Das heißt, 245 Liter gehen hier hinten rein. Man kann das Ganze dann auch einmal umlegen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel ziehe und das Ganze einmal umwerfe, so geht es halt nicht ganz aufgrund von meiner Sitzposition, hat man 945 Liter, die man irgendwo schon nutzen kann. Das geht ganz gut. Tim, wie gefällt dir das eigentlich so? Das Auto an sich oder was meinst du? Das Auto an sich und das Farbdesign. Das Farbdesign finde ich wild. Wild. Mhm. Gewagt. Genau, Polo 6N an sich halt, ja auch 42 hoch, also nicht super hoch, nicht super breit. So ein richtiger Kleinwagen, wie er im Buche steht. Das heißt, ich darf jetzt da auch einmal nach hinten reinklettern und darf euch gleich das nächste Detail zeigen. Das heißt, es gibt einen speziellen Harlequin-Stoff oder es gibt auch dieses blau-schwarze Leder. Das heißt, wir haben hier einen Harlequin, der schon ziemlich gut ausgestattet ist. Basispreis übrigens damals 22.795 Mark. Ich habe hier mit 45, 60 und 75 PS. Dazu kommen wir später aber so ein bisschen. Erstmal hier. Also das ist die Sitzposition, mit der ich hergefahren bin. Da sieht man, da würde es für meine Knie schon so ein bisschen knapp werden. Aber an sich von der Breite geht es hinten ganz gut. Und vor allem, ich habe diese Armauflage in blauem Leder. Das ist schon ziemlich cool. Und auch das hier. Also. Nee, doch, von der Materialqualität macht das hier hinten schon durchaus Spaß. Ich habe null Ablagen. Ich habe nichts in der Tür, nichts in den Sitzen, nichts in der Mitte. Ich habe noch nicht mal so einen klassischen Ascher von vorne, den ich benutzen kann. Hallo, ich kann nicht rauchen. Zum Glück hatte ich keine Lust, heute damit anzufangen, denn ich könnte, ja, ich kriege weder eine Zigarette an noch aus. Ich kriege auch keine Flaschen untergebracht, ich habe auch keine Mittel am Leder. Ich habe einfach nichts, aber Kopfstützen und Leder. Und das fühlt sich von der Qualität her wirklich ganz gut an. Ja, und vorne, wie hast du es eben so genannt? Wild. Mhm. Vorne wird es noch deutlich wilder, denn welcher Farbe wird jetzt wohl das Lenkrad sein, Tim? Rot. Ich habe echt noch nicht nachgeschaut. Nee, ganz so wild ist es nicht, aber wir haben hier schon ganz, ganz viel blaues Leder. Da hat man einfach knallhart mit weitergemacht. Von daher schauen wir jetzt einmal nach vorne. Also das Platzangebot hier in der Höhe super, in der Breite auch okay, in der Länge geht es, aber für 3,74 Meter okay. Eher wäre halt das Thema, dass ich nirgendwo etwas unterkriege. So, dann haben wir es eben schon angekündigt mit dem blauen Leder. Das heißt, vorne hat man erstmal wunderbare Sportsitze, die auch echt bequem sind mit ja, diesem Mohnblau in der Mitte und schwarz außen und das gleiche Spiel am Lenkrad in der Mitte, Anthrazit mit einem blauen VW-Logo und dann dieses Mohnblau, den Mohnblauen Kranz. Das Leder ist wie gesagt von der Qualität her ganz gut und da muss man immer sagen, je weicher Leder ist, umso eher verliert es im Laufe der Zeit so ein bisschen Farbe. Das heißt, ja, ihr werdet sehen, der Kranz ist jetzt wahrscheinlich mehr grau als blau. Hier kann man das noch gut ganz gut erkennen. Das ist, wird einfach mit der Zeit so, sowas kann man auch nicht vermeiden. Ja, das tut auch dem Flair hier keinen Abbruch, dass da so ein bisschen Patina mit dabei ist. Das heißt, man hat eine Sitze, die Türtafel, wie hinten auch mit dem blauen Leder, das Ganze auch hier im Lenkrad und dann der Schaltknopf mit dazu. Also auch dort blaues Leder und hier oben steht auch nochmal wunderschön Harlequin mit drauf. Und ich muss auch sagen, Zopfgummis an einem Schaltknopf, das ist so 90er und passt hier so mit rein, das muss eigentlich schon irgendwie sein. Direkt davor gibt es jetzt hier endlich die Möglichkeit eines Aschers mit einem Zigarettenanzünder, Fensterheber elektrisch und eine Sitzheizung, die wir hier mit an Bord haben. Und ja, wir merken, der hier ist schon ziemlich gut ausgestattet. Wir haben sogar eine Klimaanlage hier mit an Bord und ja, ein Nachrüstradio, um halbwegs modern irgendwie Musik und Co. hören zu können. Auch, also es gibt ja eigentlich nichts, was irgendwie groß eine Frage aufwirft. Links vom Lenkrad gibt es noch Licht, die Instrumentenhelligkeit, die Leuchtweitenregulierung und hier unten gibt es noch ein ziemlich großes Fach, quasi eine Art zweites Handschuhfach, was man mit an Bord hat. Naja, wobei, was heißt zweites Handschuhfach denn? Da, wo ich mein Handschuhfach erwarte, habe ich erstmal ein Airbag, also cool, dass ich einen Fahrer- und einen Beifahrer-Airbag habe und dann habe ich halt dieses Loch, in das ich irgendwas reinwerfen kann. Es ist halt nur ein bisschen blöd, dass das hier einfach so Plastik ist, das heißt, da rutscht das so ein bisschen umher. Also lieber hier in diesen Schlund reinwerfen, denn das ist, ja, wenn man es hier mit der Hand sägen kann, ein wirklich großes Fach. Da passt schon etliches mit rein. In den Türen gibt es auch noch ein großes Fach. Das ist also ja ganz gelungen.
Kombi-Instrument ist, nennen wir es mal, reduziert. Das heißt, wir sehen auch, dass wir ein 6N und keinen 6N2 haben. Der hätte nämlich nicht hier unten diese eine Leiste mit den ganzen Wandhinweisen, sondern in der Mitte so ein Rechteck. Und das wäre ein bisschen moderner geworden. Hier haben wir ganz deutsche Wassertemperatur, Geschwindigkeit, Drehzahl und auch mein Tankverstand. Wir sehen auch an der Drehzahl schon, Moment, 5,5 ist schon rot. Ist das hier ein Diesel oder was? Ja, also ganz so drehwillig scheint der 1,4er da nicht zu sein. Aber dazu kommen wir gleich. Auch wie simpel halt hier für einen Blinker, Wischer das Ganze aufgebaut ist. Also es ist so einfach, wie man das Ganze nur haben kann. Aber einfach sein ist auch irgendwo die Aufgabe vom Polo. Denn egal, ob es jetzt die Gertrud ist, der Thomas, der Michael oder wer auch immer das Auto hat, egal ob 18 oder 80, man muss mit einem Polo zurechtkommen. Und da war man echt bemüht. Das heißt, hier gibt es noch nicht wie heute irgendwie Touch und alles Mögliche, sondern es gibt eine große Beschriftung. Ja, du willst AC, hier ist AC. Du willst Scheibenheizung, hier ist Scheibenheizung. Und dann ist das Ganze schon durch. Was ich wirklich interessant finde, ist, wie diese Scheibenhöhe, das ist verhältnismäßig viel auch an der Seite, was wirklich gut für die Rundumsicht ist. Und dazu kommen wir dann gleich beim Fahren. Tim, was fällt dir auf im Innenraum? Du hast Dach nicht erwähnt. Ich habe das Dach nicht erwähnt. Ja, also wir haben in dem Fall so ein Glashubdach. Da gibt es viele nachträgliche Varianten, die mit dabei waren. Hier in dem Fall von Britax. Also bei dem 86C, den wir uns angeschaut haben, war das Ganze schon ganz ähnlich. Auch ganz schön, ich weiß nicht, ob du das mit auf die Kamera klickst. Hier steht auch so Color Concept nochmal mit reingeprägt in das Leder. Das sieht ganz neckisch aus. Und das sehe ich jetzt hier hinten. Das kriege ich jetzt nicht ganz hier hoch. Die Fußmatten, die dabei sind, haben auch noch mal so ein blaues Keder, was mit dazu passt. Und hier in der Mitte, das kriegst du vielleicht gefilmt, wenn du so irgendwie von oben rein, sieht man auch immer, welche Grundfarbe man genommen hat. Also dieses Pistaziengrün setzt sich hier auf jeden Fall durch. Bedeutet auch, dieses Innenblau hat keine Abhängigkeit zur Grundfarbe, die man gewählt hat. Das ist einfach immer da. Das heißt, wenn ich Schaltknopf, Leder und den Sticker hinten habe, bin ich Harlequin-mäßig schon ganz weit vorne mit dabei. Ist dir sonst noch was aufgefallen, außer dass ich das Dach vergessen habe? Nö, ansonsten hast du alles. Sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal nach vorne. Ja, ganz spannend hier noch. Hier ist die Spiegelverstellung. Und nein, wenn du jetzt denkst, das ist irgendwie elektrisch, ist es nicht. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich genau das Gleiche in der gleichen Position. Und dadurch, dass das Auto nur 1,63 Meter breit ist, sitze ich also hier so, denke mir, ich komme nicht so ganz in meine Lücke und kann dann hier einfach drehen. Das heißt, wenn man 1,80 und größer ist, geht das schon ganz gut. Du schüttelst mir im Kopf. Ja, das ist halt noch oldschool. Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt und ist eine praktische Lösung. Nur halt für Leute unter 1,60 wird es dann ein bisschen schwierig, darüber zu kommen. Aber das ist ein anderes Thema. Von daher würde ich sagen, schauen wir einmal nach vorne, was es da so gibt. So, dann ziehen wir also einmal am Hebel im Fußraum. Übrigens auch so richtig 90er ist, dass die Türen hier hochgezogen sind bis zum Dach. Und Tim, eins hatte ich vergessen. Ich habe gar nicht gesagt, dass es keinen Einstiegsleister gibt. Würde ich bei einem Polo aber auch gar nicht unbedingt erwarten. Von daher ist das völlig in Ordnung. So, und dann, wie angekündigt, haben wir hier die mittlere Motorisierung. Das heißt 45, 60 oder 75 PS. Und hier haben wir den 1,4er mit 60 PS. Dazu kommen dann noch stramme 116 Newtonmeter. Und das Highlight ist halt handgeschaltet, so wie hier sind wir bei 923 Kilo Leergewicht. Mit der Ausstattung, also Klima, Leder und sowas, ja wahrscheinlich das ein oder andere Kilo mehr. Aber man ist unter einer Tonne und bei unter 3,75 Meter Auto. Und das sind so echt halt richtige Kleinwagenwerte, mit denen man unterwegs ist. Dann interessiert die Höchstgeschwindigkeit von 160 wahrscheinlich auch gar nicht mal so jedermann. Eher interessant ist, dass wenn man so um die 100 fährt, man so bei 2750 Umdrehungen ist von der Übersetzung. Was bedeutet, ich kann noch mal längere Zeit 120, 130 fahren, ohne dass ich halt direkt Blut aus den Ohren habe. Und ich frage, wie viele Stunden Polo bin ich dann jetzt schon wieder eigentlich gefahren? Von den Beschleunigungswerten ist man beim 14-Komma-Bereich, also ein bisschen unter 15 Sekunden, wobei auch das wahrscheinlich sehr motivationsabhängig ist. Und verbrauchsmäßig ist er mit 6,3 Litern angegeben. Ja, und an sich, hier vorne ist es halt übersichtlich. Das heißt, wenn man mal sowas wie, ach, da ist ja meine Lichtmaschine mit einem großen VW-Logo. Ach, da ist dies, ach, da ist jenes. Alles ist sichtbar. Ich habe nicht alle eine riesen Vertäfelung oder ähnliches, sondern hier kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Wobei das gar nicht so oft der Fall sein sollte. Das heißt, der eine oder andere hat hier und da so ein paar Elektrikdefekte geklagt. Andererseits, so viel Elektrik habe ich hier gar nicht. Und sie ölen wohl so ein kleines bisschen. Andererseits, wenn noch Öl drin ist, ist das ein gutes Zeichen. Denn wenn ich das Auto kaputt kriegen will, dann habe ich die Option, meinen Zahnriemen nie zu wechseln oder einfach mal ohne Öl zu fahren. Denn ansonsten sind diese Motoren eigentlich dafür gut, das Auto gerne mal zu überleben und auch
getriebemäßig habe ich da nicht die Riesenprobleme. Habe ich natürlich eine größere Motorisierung wie GTI und Co., dann ändert sich sowas wie Getriebekupplung und ähnliches schnell wieder. Da hängt es davon ab, wie jemand damit gefahren ist. Und wie jemand damit gefahren ist, macht ja einen Riesenunterschied. Denn wir haben das perfekte Fahranfängerauto irgendwo so vor uns. Und die meisten werden dann gekauft und 2-3 Jahre richtig gut behandelt und mit richtig viel Liebe, häufig gewaschen, regelmäßig zur Inspektion. Da wird täglich nach dem Öl geschaut und das hat das ein oder andere Autoleben ja zu früh beendet. Das bedeutet, diese Technik kann theoretisch die Karosse überleben, denn ja, der eine oder andere von hat es für euch jetzt gesehen, hier haben wir ein bisschen Rost, da haben wir ein bisschen Rost. Korrosion ist so der natürliche Feind des Polos hier irgendwann an der Stelle. Auch das hat wieder ja mit der Nutzung und ja Unterbringung zu tun, denn die wenigsten 6N sind jetzt die Autos, die in einer beheizten Garage ihr ganzes Autoleben irgendwo steht und sich drüber freuen, sondern unter der Laterne ist er zu Hause und deswegen ja, leiden sie halt hier und da so ein kleines bisschen. Ist aber auch ganz gut, denn wenn ich mir jetzt einen anschaue und kaufen möchte, Rost kann ich meistens sehen, zumindest wenn ich weiß, wo ich schaue und wenn ich gründlich genug hinschaue, das ein oder andere Technische geht da ein bisschen unter. Und dann ist halt wieder der Punkt, wenn ich hierfür Ersatzteile möchte, kriege ich sie immer und überall. Denn 6Ns in Deutschland wurden quasi unendlich viele verkauft. Für jeden Deutschen wurde quasi ein 6N hergestellt. Und ich denke auch, um eine Lizenz als Autoverwerter in Deutschland zu haben, muss man sagen, das da hinten ist meine Ecke mit den 6Ns. Und ohne die ja, ist man quasi gar nicht erst akzeptiert. Von daher würde ich sagen, lassen wir das doch jetzt auch mal gut sein. Und probieren eher mal aus, wie das Ganze sich fährt mit seinen strammen 60 PS. Und vor allem auch, wie es sich so mit einem blauen Lenkrad lenkt. Wir starten direkt jetzt mit Vollgas rein, fahren also hier ein bisschen über 70 mit ein bisschen über 2000 Umdrehungen. Das geht ganz gut, wenn man da mal lenkt. Hier ist wohlgemerkt schon was gemacht am Fahrwerk, merkt man aber halt diesen hohen Aufbau. Aber das geht, also die Lenkung ist um die Mitte gar nicht so tot und vor allem, wie breit die Straße auf einmal ist. Also so gefühlt ist die Straße deutlich breiter als sonst und da kann man sich ganz gut positionieren. Es gibt natürlich so diese netten Details wie das Lenkrad, den Schaltknauf und das geht wirklich gut und macht halt da so die Freude von dem Fahrzeug aus. Manche andere Dinge wie, ja, man kann sagen, ist ja gut, dass das keine Automatik, sondern ein Schalter ist, aber die Schaltwege, also von 3 auf 4 ist echt gut, aber ansonsten, ja, ist man da halt überall. Das heißt, wenn ich jetzt auch hier von 4 auf 5, dann ist das schon so ein gewisser Weg. Aber von der Schaltbarkeit funktioniert das ganz gut und es ist halt so ein richtig anfängerfreundliches Fahrverhalten. Auch da Kupplung, Gas, natürlich braucht er einen Schuss mehr Gas, um ja vom Fleck zu kommen mit seinen stolzen 116 Newtonmeter. Aber das sind so genau diese Sachen, ja, die man lernt und sich gewöhnt. Auch nach vorne, ich habe halt ja sehr wenig Auto, was noch kommt, das geht. Und wenn ich so nach hinten schaue, die C-Säule ist ein bisschen breiter, aber davon abgesehen habe ich ganz große Glasflächen. Und das erleichtert mir halt so die Navigation auf der Straße doch schon deutlich. Und wenn man jetzt bedenkt, wir fahren jetzt hier so 70, 80, beziehungsweise jetzt dann halt wieder 50. Wir haben das Schiebedach einen Spalt offen. Und dafür muss ich sagen, ist die Lautstärke echt okay. Man kann seine 50 bei ja, 1250 Umdrehungen fahren und rollt dann ganz entspannt dahin. Also da muss ich sagen, ist der Lautstärke-Komfort okay. Natürlich wird es auf der Autobahn ein bisschen mehr, allein aufgrund des Aufbaus. Und ich bin halt verhältnismäßig nah an der Scheibe und habe halt auch viel Scheibe. Und viel schadet nicht. Was halt dann innen auffällt, man hat diese blauen Elemente. Ich schaue in die Spiegel, die sind in dem Seagull Blue. Ich sehe aber, nur wenn ich mich so hochrecke, die Motorhaube, merkt man, oh, die ist ja rot. Also dieses bunte Farbthema fällt gar nicht so auf. Höchstens, wenn man jetzt mal in den Innenspiegel schaut, dann merkt man auch wieder, ah, okay, meine vorderen Türen sind blau und meine hinteren sind rot. Also von innen ist es gar nicht so ja, auffällig, wie man das irgendwie von außen im ersten Moment erwarten würde. Das ist da auf jeden Fall schon mal so eine ganz ja, nette Sache. So, wenn wir jetzt hier mal aus dem Ort rauskommen oder bis im dritten sind oder bis im dritten. Also oberhalb von 3. Mein Führerschein mag das. Also wir haben jetzt echt einen guten Moment Gas geben können. Es ist aber auch so diese richtige Geschwindigkeit, um irgendwo ja, als Fahranfänger unterwegs zu sein. Bei dem 45 PS Motor, da muss man viel durch Motivation wettmachen. Also damit kann man schon mitschwimmen,
aber da schwimmt man halt, die anderen schwimmen und man selber peitscht des Grauens. Hier so bei dem 60 PS, da muss man so wie aus dem Ort raus jetzt gerade schon den richtigen Gang sich vorher überlegt haben, und sowas im vierten, fünften zu machen, wäre ein sehr langes Vergnügen. So den Blitzer da vorne nehmen wir natürlich nicht mit. Das heißt, ich kann halt diese 50 im fünften fahren, aber selbst wenn ich jetzt vor dem Blitzer bei 50 im fünften Gas gebe, na, für ein Foto wird es dann nicht mehr reichen. Und das heißt, da lernt man schon genug dazu, ohne so extrem motiviert zu sein wie beim 45 PS. Denn wenn ich jetzt so ein 45 PS Polo fahren würde, dann hätte ich immer so den Anspruch, geh nicht vom Gas, um einfach ja, so die maximale Geschwindigkeit in jeder Kurve mitzunehmen. Und das macht er dann echt ganz gut. Er ist halt so ein bisschen, ja Tim, du bist am Grübeln, ja, was hier gerade passiert. So, also das geht schon ganz gut. Der hier ist halt ein Tick härter als normal. Das heißt, wenn ich da mal so lenke, dann stehe ich im dritten halt wieder voll drauf. Und das macht er echt gut. Man muss halt bedenken, man hat nicht allzu viel Gewicht auf der Hinterachse. Also wenn man da zu viel aufpendelt, dann sagt das Heck wieder Hallo zu mir. Aber so hebt er dann eher mal das Beinchen und das... Also zum Mitschwimmen würde ich sagen, ist der 60 PS völlig in Ordnung. Wer es halt super sportlich mag, sollte sich in seinen Harlequin einen Motor mit über 100 PS einbauen, aber das gab es dann halt nicht. Ab Werk bremsen geht echt völlig in Ordnung so. Lenkung schon servo unterstützt leicht, aber mit, muss ich sagen, ist ein gutes Lenkgefühl in die Mitte. Er profitiert halt einfach von dem niedrigen Gewicht. So, dann eine Fahrwerkshärte, wie gesagt, er ist halt nicht repräsentativ, von daher würde ich da jetzt nicht generell über den Harlequin sprechen. Der hier ist schon strammer und so der ein oder andere Schlag kommt so ein bisschen ja, deutlicher rüber. Aber das ist dann halt in dem Fall so. Wer es weich mag, kann ihn ja einfach komplett original fahren. So, Tim, ist dir beim Fahren ist gerade noch was aufgefallen? Ich weiß, ich habe den Ton weggenommen, das ist ganz schön fies, aber trotzdem die Frage, fällt dir noch was auf? Nö, tatsächlich nicht. Also Beschleunigung finde ich halt krass. So wie du sagst, oberhalb von 3000 kommt ja sogar wirklich was. So, Ignis, lass mir trotzdem durch. Und halt hier so beim Anfahren merkt man halt, wenn ihr das die Drehzahlnadel gesehen habt, das war die zwischendurch mal bei 2000 Umdrehungen, würde ich halt normalerweise nie anfahren so. Und er braucht halt so ein kleines bisschen ja, extra Liebe. So, Beschleunigung geht, gell? Wenn man mal seine 3000 überwunden hat, dann passt das. Und auch so der Klang, also jetzt bei über 2000 Umdrehungen, dritter Gang 50, dann ist jetzt nicht laut oder so. Ist halt kein schöner Ton, den man den ganzen Tag haben will, aber geht. Du bist nicht untermotorisiert. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute denken mit 60 PS. Also auf Papier würde ich auch sagen, du kommst hier nicht vom Fleck, aber was, das geht vollkommen klar. Wurden wir gerade angehupt? Ja. Vor Freude wahrscheinlich. Vermutlich. Oder? Ja, also der Harlequin macht Freude. Und oh, Tim, guck mal hier. Siehst du das? Ein Kreisverkehr. So, das heißt, wir werden jetzt durchdriften. Wir werden doch nicht driften, aber wir gucken einfach mal, wie der Harlequin so liegt. So, das heißt, rein mit uns. Aha. Aha. Eine Runde will ich jetzt noch. Merkst du, was da passiert? Hörst du das Geräusch? Ja. Weißt du, was das ist? Die Tür, wo gleich nachgibt? Nein. Das ist das kurveninnere hintere Rad, was versucht abzuheben. Schön. Also ihr merkt, man kann Spaß mit dem Auto haben. Das Auto wird dann genauso spaßig, wie es von außen aussieht. Man kriegt halt nur von dieser Außenoptik leider nicht ganz so viel mit, wie man von außen mitkriegt. Ich glaube, das hat die Optik von außen so an sich. Bisschen dumme Aussage. Naja, mit mehr solch charmant klugen, ausgearbeiteten Aussagen warten wir jetzt garantiert im Fazit auf. Und dann gucken wir mal, wie viele Punkte er bekommt. Grundsätzlich ist Volkswagen ja einer von diesen Konzernen, dem man so ein bisschen Humorlosigkeit unterstellen könnte. In den 90ern allgemein oder auch, ich sehe da hinten einen grauen Phaeton stehen, das ist ein tolles Auto, aber als lustig würde das wahrscheinlich niemand bezeichnen. Und dann winkt man einfach sowas hier durch. Ein Auto, das schon auch beim Käufer und beim Fahrer so einen gewissen Humor voraussetzt. Nämlich, ich sage, ich hätte gerne einen Polo Harlequin und dann kriege ich ein Auto, von dem ich nicht mal weiß, welche Farbe meine Motorhaube hat. Das ist mutig für einen Erstbesteller oder auch jetzt damit unterwegs zu sein. Von daher gehört es auch dazu, so ein bisschen anders sein zu wollen. Das ist ein Auto, das darf sowas tragen. Aber selbst wenn man einfach sagt, nein, ich will ihn original so, wie er war,
Das fällt schon auf. Und man muss die Blicke irgendwo wollen. Anderes als wenn ich jetzt überlege, okay, ich will ein Auto, mit dem ich im Straßenverkehr richtig auffalle. Ein Auto, wo alle Kinder auf mich zeigen. Erfahrungsgemäß funktioniert sowas gut mit roten Sportwagen. Rote Sportwagen sind meistens sehr teuer, egal ob sie italienisch, amerikanisch oder woher auch immer sind. Das hier ist durchaus bezahlbar und genauso auffällig. Und da passen auch noch 4 erwachsene Menschen rein und ein bisschen Gepäck. Das ist dann also durchaus eine vernünftige Alternative. Denn ich habe das ideale Anfängerauto, nämlich ein Polo 6N. Autos, die schon seit zig Jahren gefühlt nichts kosten, für die immer Teile verfügbar sind und wo man auch noch so ein bisschen Autofahren lernen kann. Das Auto sagt mir in der Lenkung schon relativ früh, was geht oder was nicht geht. Ich habe so gewisse Wankbewegungen, wo ich etwas lernen kann. Und dann brauchen wir mal eine kurze Pause hier hinten. Tja, Tim, da guckst du, gell? Ja, ich habe schon gesagt, das ist ein Traktor. Das ist ein mächtiges Gerät. Ja? Ja. Und zurück von diesem mächtigen Gerät zu dem ja nicht weniger wichtigen Polo Harlequin. Das heißt, ja, ideales Anfängerauto, weil ich bekomme einfach die Teile. Das Auto sagt mir fahrverhaltensmäßig, was ziemlich genau los ist. Das heißt, auch wenn ich noch nicht der ideale Fahrer bin, hilft mir das Auto ein bisschen, was zu lernen. Und dann, wenn es kaputt ist, weine ich kurz, aber nicht ewig, denn ich bin nicht für den Rest meines Lebens verschuldet, weil ich mein nagelneues 60.000 Euro Auto gerade mit dem Heck oder der Front, wahrscheinlich eher mit der Front, gegen einen Baum gesäbelt habe oder irgendwo im Graben bin. Also durchaus vernünftig das Ganze. Und dann kommen wir jetzt auch zum Score. Bei der Anschaffung kriegt er jetzt 8 Punkte. An sich würde der 6N noch so ein bisschen mehr kriegen, aber ein Harlequin ist dann schon ein Tick teurer und auch ein bisschen schwieriger zu finden, wenn ich sage, nein. Ich möchte eine rote Motorhaube haben, dann wird allein schon die Auswahl wieder ein bisschen kleiner. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, angenommen, ich gebe 2000 Euro für so ein Auto aus. Für 2000 Euro kriege ich halt schon deutlich neuere Kleinwagen oder größere Fahrzeuge. Da muss man es ein bisschen wollen, aber grundsätzlich 6Ns in der Anschaffung ideal. Beim Unterhalt gibt es auch 8 Punkte. Ja, ob ich den jetzt wirklich mit 6 oder mit 7 Litern fahre, ist eigentlich egal. Aber wenn mal ein Kotflügel kaputt ist oder ähnliches, geh zum Verwerter deines Vertrauens, der wird schon irgendwas da haben. Ob es dann halt genau die Farbe ist, die du haben willst, das weiß man nicht so genau. Aber dann hat man vielleicht einen Teil-Harlequin. Nicht ganz so lustig wie ein Harlequin, aber zumindest mit einem anderen Front. Wenn man möchte, kriegt man sowas. Beim Platzangebot gibt es 5 Punkte. Hier sitze ich wirklich gut. Wenn ich hier vorne sitze, wird es hier hinten ein bisschen eng. Wenn die Menschen im Schnitt ein bisschen kleiner sind, dann geht das ganz gut. Und auch in den Kofferraum passt einiges rein, das passt. Beim Komfort gibt es dann 4. Ja, für die heutigen Verhältnisse werde ich mehr Windgeräusche haben. Ich habe mehr Wankbewegung. Ich habe nicht diese ganze Komfortelektronik von heute. Aber das funktioniert. Man muss halt ein bisschen das Ganze wollen. Und wenn man zum Beispiel einen Harlequin will, dann macht es auch nichts aus, wenn er bei 130 vielleicht 3 Dezibel lauter ist als ein anderes Auto, was ich für das Geld hätte haben können. Beim Wiederverkauf gibt es dann 7. Einfach nur an dem Punkt. Es wurden 3.806 Stück gebaut vom Harlequin. Das heißt, wenn ich einen davon habe, wird es immer eine gewisse Nachfrage geben. Weil es steht immer ein Verrückter auf, der sagt, oh ja, ich will, dass meine beiden Türen unterschiedliche Farben haben und sowas gut findet. Und das ist halt auch so sein Vorteil. Macht auf jeden Fall 32 für meinen Kopf und wir kommen zum Herz. Das Design. Ja, Tim, wie beschreibst du euch das Design? Das ist was fürs Herz. Also ich würde ihm tatsächlich 7 Punkte geben. Also man muss es mögen, aber ja. Okay, also ich bleibe bei dem, was ich mir aufgeschrieben habe. An sich würde ich einen Polo 5 geben, aber der Harlequin kriegt noch einen extra für die Farbvielfalt. Da sind wir bei 6 Punkten. Ich hoffe, damit kannst du leben, Tim. Ja, das passt doch. Das passt doch. Beim Fahrspaß gibt es jetzt 5. Wobei, wenn du es magst, mit höherer Drehzahl immer am Limit des Fahrzeugs das auszureizen, könnten wir da auch 8-9 Punkte geben. Aber jetzt, Man muss dazu sagen, du bist nie am Limit von den Führerscheinregeln. Ja, das ist tatsächlich wahr. Also wenn man am Limit des Fahrzeugs, aber nicht seines Führerscheins und seiner eigenen Limits unterwegs ist, also wenn man seine eigenen Limits kennenlernen will, ohne die vom Führerschein zu verlieren, ideal. Im Verhältnis zu anderen Sachen, auch ja, anderen älteren Sachen, klar, es bleibt dann immer noch ein Kleinwagen mit einer kleinen Motorisierung und zum Glück halt wenig Gewicht. Ach, jetzt würde ich gerne den Wackeltest machen, aber der ist ja schon ein bisschen härter. Aber ihr seht, da ist noch so ein bisschen Bewegung mit drin im Fahrzeug. Bei der Ausstattung gibt es dann noch mal ein weniger, sind wir dann bei 4. Der hier hat halt schon schrecklich viel mit einer Klimaanlage und Leder und Sitzheizung. Aber solche Sachen wie Xenon. Ja, Xenon ist gekommen beim 6N2, beim Facelift und nur für den GTI zum Beispiel. Also das sind solche Sachen, die man heute in der Klasse irgendwie... Wie, der hat kein LED? Was? Der hat kein dies, das, jenes. Ich habe nur diese kleine Statusleiste für, mit den Piktogrammen, was ich da so an Fehlermeldungen habe. Das ist halt alles ein bisschen oldschool. Aber das Wichtigste habe ich dabei. Ansonsten wäre ja auch schwerer. Das will man ja nicht. Beim Klang, ja, da kriegt er jetzt 3 Punkte. Der Motor wurde nicht gemacht für schönen Klang. Der wurde gemacht, um anzugehen, zu laufen, nach einer Zeit wieder ausgemacht zu werden und fertig. Der läuft halt.
Der wird lauter, wenn ich mehr Drehzahl habe, aber unbedingt der schönste Klang ist es jetzt nicht. Schön sind eher die Blicke der Kinder, die halt nicht den roten Sportwagen, sondern das hier sehen. Deswegen gibt es beim Image ganze 8 Punkte. Während so ein Durchschnitt 6N ja irgendwie so rumdümpelt und sagt, fährst du das jetzt über den Winter? Bist du sonst Motorradfahrer? All solche Sachen wahrscheinlich gesagt werden, ist bei einem Harlequin schon eher so, dass die Leute sagen, ja, du musst da richtig einander Waffel haben. Aber durchaus im positiven Sinn, daher diese 8, nochmal 26, in Summe 58 Punkte für den Polo 6N als Harlequin. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch der Harlequin an sich, dieser ja, Clown auf Rädern sozusagen, und welche Farbkombination würde euch besser gefallen? Also jetzt haben wir hier schon 2 von 4. Ich glaube, das taugt schon ganz gut für die Auswahl. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.